Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Secret 2 Eisenblut. Ja, wäre doch gelacht, dass ich das nicht mehr weitermache, egal wie lange es zum Hochladen geht und egal wie lange das Spiel überhaupt geht und so weiter. Also es ist ein gigantisches Spiel und es muss einfach Let's Played werden und irgendwie leckt es im kurzen Moment. Sollte eigentlich nicht selbst spinnen ein bisschen. So, ja, ich finde den Tempelwächter doch ein bisschen zu langweilig für das Let's Play, dass er eigentlich nur Nahkampf kann und mehr nicht. Da möchte ich mit euch mal einen Charakter nehmen, der fast niemand nimmt, also vor allem ein Bild, der wirklich fast niemand nimmt, und das ist der Dryade mit dem Vodo-Aspekt. Mein Herz schlägt im Einklang mit dem Herzen der Natur und meine Seele schöpft ihre Kraft Kibel. Aus der mystischen Kraft der Bäume. Doch das Schicksal dieser Welt zwang mich, meine Heimat zu verlassen und den Kampf gegen die Vernichtung der Natur aufzunehmen. Ein Ziel, für das mir kein Opfer zu groß ist. Ich weiß nicht, ob ich Meisterhand nehmen soll, aber ich glaube, ich nehme Meisterhand. So viel Intelligenz brauchen wir auch nicht von der Naturseite. Und wir nennen sie, wie alle meine leiblichen Charakter, Monika Basler. So. Jo. Und den grünen, den machen wir mal Giftgrün. Oder machen wir ihn irgendwie Foto, Schwarz, Lila, genau, so machen wir ihn. Die Hautfarbe lassen wir so, da können wir noch extrem komische Sachen machen. Man könnte sie so machen. Aber ich nehme sie so. Die Frisur nehmen wir. Nein, so. Haarfarbe lassen wir so. Da können wir auch noch extrem spezielle Haarfarben tragen. Aber das reicht so. Und dann geht's schon los. Die Energie durchfließt die Länder Ankaria seit Anbeginn der Zeit. Ja, okay, es leckt. Und dieses Intro könnt ihr jedes Mal, also wirklich allzeit im Internet irgendwo anschauen. Bei mir leckt es leider und es leckt auch hier ein bisschen. Ich danke dir nochmals, dass du mich begleiten willst. Obwohl ich viel FPS habe. So gefährlich wie wichtig. Das Schicksal der Welt darf nicht länger in den Händen der... Was wollen diese Gardisten dort? Autsch. Okay, jetzt müssen wir die Gardisten töten. Easy für uns. Das sind eine Triade. Außer nicht so einfach, wenn es leckt. Moment kurz bitte. So, ja. 40 FPS mehr. Aber es leckt immer noch. Hä? Muss ich irgendwas runterstellen? Ich muss sowieso den Sound noch runterstellen. Wieso ist der so laut plötzlich? Irgendwas stimmt mit Ding nicht mehr so richtig. Was wollte ich? Ah, das kann man gar nicht runterstellen, die Grafik hier. So. Aber sollte eigentlich gehen. Freps, bitte! Muss ich dich noch neu starten? Schlimm sowas. So, es sollte jetzt eigentlich flüssig laufen. Ja, außer ein paar Rucklern. Aber da muss ich wahrscheinlich die Grafikeinstellung ein bisschen runtersetzen. Okay, hier seht, hat Vodo bestimmte Zauber, zum Beispiel Quälen, verletzt und verlangsamt das Opfer. Krankheit infiziert ein Opfer mit Giftschatten, der umso stärker schlägt.
schädigt ihr verletztes Ziel bereits ist. Und Flucht des Verderbens senkt alle Attribute des Ops für kurze Zeit und stellt einen Totem auf, das kleine vergiftete Pfeile verschießt. Schrumpfköpfe können den verursachten Schaden erhöhen und gequälte Seele. Ausgerüstete Schrumpfkopf bestimmt den Gegnertyp, der als Hierling erschafft wird. Wird der Buff ohne Schrumpfkopf aktiviert, wird ein Geist beschworen, deaktivieren lässt den aktiven Hierling verschwinden. Dieser Buff erzeugt eine Chance, den Schrumpfkopf, dass Schrumpfköpfe geworfen werden. Und Schrumpfköpfe, die gehören hier hin und sind einfach ein weiterer Ausrüstungsgegenstand. Ja, dann reden wir mal mit ihm. Meine Magie, sie hat mich verlassen. Nun ist es an dir, unser Vorhaben zu Ende zu bringen. Ich kann dir nicht mehr helfen. Finde heraus, was diese Welt bedroht. Begib dich zu den Hochelfen und gewinne ihr Vertrauen. Nicht alle von ihnen sind schlecht. Das Schicksal unseres Volkes liegt in deinen Händen. Enttäusche unser Volk nicht, so wie ich es getan habe. Okay, noch kurz den Sound ein bisschen hochdrehen. So. Ja, die Triade startet hier unten. Da gehe ich eigentlich mit keinem anderen Charakter hin, also ich möchte natürlich das Gebiet erkunden. Und wir haben sehr, sehr viel zu erkunden, sehr viel vor. Also dann machen wir uns mal auf den Weg und töten die Gegner mal mit Quälen. Was haben wir denn eigentlich eingesammelt? Noch nichts. Da oben ist die Kiste, genau. So. Ein Blasrohr. Ist das Stärke? Zweihändig. Auch zweihändig. Wir benutzen mal das Blasrohr. Braucht weniger Platz. Und dann haben wir Projektilfokus oder konzentrierter Angriff. Wir benutzen mal beide nicht. Als Vododruide Draht müssen wir die anderen Aspekte, also der Jagd-Aspekt nicht benutzen. Skillen und so weiter. Oh, das ist noch recht stark, da es direkten Treffer macht. Natürlich damit einen Bonus hat. Speichern wir mal. Man weiß nie, was Webster so für Probleme macht, ob das Spiel abstürzt. Sonst irgendwas. Dann werden wir hier ein bisschen vorsichtig sein und mehr vermehrt speichern. So, ja. Am Anfang ist noch nicht viel gesagt. Wir können mit der linken Maustaste angreifen und mit der rechten einen Zauber einsetzen. Das ist zum Beispiel eben Quälen. Der Gegner wird gequält und ja, mehr Schaden bekommt er leider noch nicht. Und das wird dann natürlich mit dem Schrumpfkopf und so verstärkt. Was? Verfluchte Süßwasserpenne. Okay. Das lassen wir natürlich nicht so und haben ihn getötet. Ich zieh dir das Fell über die Ohren. Ja, wenn er ein Fell hätte. Die arme Schildkröte mit Fell. Würde nicht gut aussehen. Und hier haben wir schon den ersten Schrumpfkopf. Einen Tierkopf. Er hat halt Regenerationsbelastung. Das heißt, die Zauber oder die Fähigkeiten regenerieren sich nicht mehr so schnell. Also 5,8% langsamer.
Ja, da kann man noch alles lesen. Tutorial. Wenn wir hier drauf gehen, hier, dann sehen wir die verschiedenen Sachen. Wir verwenden am Anfang, könnten wir Ausdauer verwenden und später Intelligenz, oder wir nehmen direkt Intelligenz. Und ich denke, wir können eigentlich direkt auf Intelligenz gehen, weil ich sowieso auf Bronze starte. Wenn wir auf Ding starten würde auf Silber, dann müssten wir eigentlich noch ein bisschen Ausdauer nehmen, aber so, jetzt das, bringt es nicht viel, wenn wir sowieso leicht haben und dadurch Ausdauer nicht brauchen, also schnellere Regeneration der Zauberkünste. Und es laggt wieder, yeah! Okay, dann gehe ich mal hier zum Porter, zum Ding, Wegpunkt. Und werde mich dann um die Grafik ein bisschen kümmern, damit das nicht so leckt. Aber zuerst nehmen wir mal Vodokund, erhöhten Schaden, die Chance auf kritische Treffer und Geschwindigkeit. Wir könnten auch irgendwas anderes nehmen, zum Beispiel Geschäft des Sinnes erhöht unsere Chance wertvolle Funde. Aber das nehmen wir noch nicht. Es ist nicht so zwingend nötig. Vodokunde, so, jetzt haben wir schon eine recht stärkere Fähigkeit Quellen. Schauen wir mal. Naja, 9 von 7 auf 9, glaube ich, oder so. Von 4 auf 9. Noch ein Prügel. Ach, Freps, wieso machst du so Probleme? Hm? Was hast du denn für Probleme? Ja, ruckel du nur weiter. Ja, ja, ja. Sacred 2 ruckelt bei mir ohne Freps-Aufnahme nie. Okay, bis zum nächsten Mal. Also bis gleich. So, es geht weiter und es sollte... Ja, man sieht's. Ach, Mann, oh bitte. Ich beschwöre mal den kleinen Zwuckel. So. Da haben wir sicher zwei Items drin, die wir gebrauchen können. So ein Zauberstab wäre nicht schlecht. Ja, Zauberintensität. Und sonst einen Ring. Ja, den könnten wir ziehen. Der funktioniert gar noch nicht. Lassen wir den. Okay. So, komm schon, bitte herauflegen. Es ist eigentlich alles gut im Grafikmenü, also es sollte eigentlich nicht laggen. Okay, es laggt auch nicht mehr. Manche Ladegeschwindigkeit ist ein bisschen schlecht. Also wenn man schnell läuft oder so. Verwenden wir lieber den Stab und gehen mal hier hin. Hier hat es einen Händler, okay. Und ein Leck. So, was haben wir? Wirbeln brauchen wir nicht. Oh. Da wird noch einer angegriffen. So, was haben wir hier sehr schönes? Wir brauchen doch irgendwas. Aber wir haben viel zu wenig Geld. Hm. Auf Wiedersehen. Wir brauchen sowieso den Skill Handeln, um anständige Ware zu bekommen. Und das müssen wir auch sehr hoch halten, also lieber nicht. Ja, ich will nur aufmachen. So, also. Ja, ein bisschen hat es wieder beruhigt. Ich hoffe, es beginnt nicht wieder. Weil ich möchte mit euch schon flüssig Sacred spielen können. Ein paar Lags hat es noch. Ach, wie kann ich die Decks wegmachen? Das ist nicht wegen der Grafik oder so. Das ist, weil irgendwie Sacred 2 zu viel Arbeitsspeicher braucht und Freps auch. Und meine Arbeitsspeicher ist eigentlich sehr, sehr gut. Also mehr kann Windows 7 gar nicht benutzen.
Ja, scheinbar kann ich mit dem reden, aber der antwortet nicht. Sehr gut, ein Prachtskerl. Schaut nur das Geweih. Das wird sich gut über den Kamin machen und der Rest des Tees kann ja hier verrotten. So haben wenigstens die Würmer und Käfer noch etwas davon. Hehehehe. Ah, die greifen an. Ich quäle dich ein bisschen. Keine Angst. Till Spiegeleule. Der erinnert mich an jemanden. Und Jäger Drogo. Ist er über Drogen? Ein Drago mit Drogen. Lasst ab, es war doch nur ein Hirsch. Aber ihr habt wohl recht. Man sollte kein Lebewesen grundlos töten. Ich sehe es ein. Verzeiht, unser Jagdfieber hat uns blind gemacht. Okay. Das war schnell. So, können wir hier noch ein bisschen quälen. Wenn ich treffen würde, würden die Gegner auch schon tot sein. So, aber jetzt ist gut. Und hier haben wir noch... Aha. Bist du der... die Baumkuschlerin, die unsere Elfen das Recht zur Jagd absprechen will? Dann zeigen wir dir jetzt mal, was man mit den Leuten... Was man mit Leuten wie dir macht. Okay. Das ist jetzt ein bisschen komisch gewesen, das kann ich fast nicht aussprechen, so. Diese Grammatik. Oh Mann, machen die Schaden. Geht's noch? Geht einfach mal weg. Vielleicht gibt's noch einen auf dieselbe Stelle. Ja, genau. Okay, die sind recht schwer. Sodele. Okay, der ist down. Der neue Heiltrank. Oh, 20 Schaden, deshalb. Boah. Da haben wir ja recht viel Damage bekommen. Also gehen wir mal in die nächste Stadt. Diese Quests nehmen wir nicht an in Bronze. Und es fängt natürlich in einer Stadt allzu viel mehr an zu lecken. Ja, sehr schön. Hä? So fühlt man sich als Let's Play wirklich verarscht. Das ging ja sehr gut in der letzten Aufnahme. Und jetzt geht es so schlecht. So kann ich leider nicht weiter Let's Playen. Ich muss irgendwas machen. Aber was? Ja, Sacred neu starten. Mehr fällt mir nicht ein. Priorität habe ich schon hinzugefügt. Ja, jetzt geht's plötzlich wieder. Ah, ich hasse diese Nachladeruckler. Sky, Sacred 2, wieso bist du so blöd gemacht? Wieso hast du so eine schlechte Grafikabteilung gehabt? So. Wir könnten hier die Quest mit dem Ding machen kurz, damit wir Runen austauschen können, aber da haben wir immer noch zu wenig Geld. Das ist ein bisschen blöd, aber wahrscheinlich verkaufe ich auch irgendwas aus der Truhe als Hilfe. So, ja, wir müssen hier auch oben. Jetzt läuft es plötzlich flüssig.